So, da sind wir alle zusammen. Gerade noch geschafft, habe ich es hier ein bisschen verspätet und irgendwie ein bisschen unscharf, sehe ich gerade. Schau, ob wir das verändern können. Ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ich frage mich gerade, was da hinten hängt. Das ist mein Osterhase. Mein Osterhase. So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend zuallererst mal. Ich sehe heute so ein bisschen abgerockt aus und fix und fertig. Es war ein langer Tag und die Kinder sind jetzt im Bett und einer von zwei schlafen auch schon. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Denn der Mann ist noch on the road. Und ansonsten müssen wir hier kurz einen Break machen, wenn einer von den beiden aufwacht oder noch aufs Klo gehen muss. Also, schauen wir mal. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Das ist ja ein ganz außerordentlicher Livestream. Zum einen, weil er an einem außerordentlichen Zeitpunkt stattfindet. Das ist kein Creativity Booster Livestream, Freitagabend, der immer ziemlich schnell vergeht, denn er ist ja auf maximal 30 Minuten eigentlich ausgelegt. Das ist heute ein ganz normaler, entspannter Livestream. Merkt, ich bin auch ganz entspannt und ruhig und gelassen. Wir haben also keine zeitliche Begrenzung nach hinten raus, aber ich habe mir so eine Stunde gesetzt, so wie die früheren Livestreams. All viel mehr möchte ich eure Zeit auch nicht beanspruchen heute an diesem Vorfeiertagsabend. Das ist ja immer so der schönste Abend, eigentlich Donnerstagabend, vor 4 Feiertagen in a row, glaube ich. Ne? Also 4 freien Tagen in a row mit dem Wochenende dazu. Da hat man bestimmt auch noch anderes zu tun und möchte außerdem vielleicht Germany's Next Topmodel schauen, so wie die Elvine. Oh, jetzt habe ich es verraten. Oder vielleicht einige andere auch, das möchte ich später auch noch tun und die Woche ausklingen lassen auf der Couch. Aber man kann die Woche nicht schöner ausklingen lassen. Zum ersten mit ein bisschen Kreativität und Inspiration und vor allen Dingen vielleicht ein bisschen Motivation, damit ihr an den Feiertagen noch ein bisschen mehr machen könnt. Das Wetter soll zumindest bei uns sehr, sehr gut werden. Hoffe ich ja fürs Legoland am Samstag. Aber nichtsdestotrotz kann man sich immer ein paar Minuten gönnen, hier und da, auch ein bisschen den Pinsel schwingen, ein bisschen die Stifte glühen lassen, ein bisschen was malen, ein bisschen was lettern und einfach wieder so ein bisschen in kreative Form kommen, sozusagen. Da bin ich sehr gespannt und hoffe natürlich sehr, dass heute Abend so ein bisschen auch der Motivationsschub von mir an euch da übergeht, sozusagen. Genau, deswegen ist er außergewöhnlich und der ist deswegen so außergewöhnlich, der Livestream, weil es wahrscheinlich, so zumindest glaube ich, der aktuelle Plan, der letzte reguläre Laber- und Kreativ-Mitmach-Livestream ist vor meinem halbjährigen Sabbatical ab Juni. Insofern freue ich mich ganz besonders, heute mit euch zusammen zu sein und einfach nochmal Rede und Antwort zu stehen, falls ihr Fragen habt, falls ihr über irgendwas schnacken oder quatschen wollt. All das soll heute möglich sein, während wir natürlich auch gemeinsam unser kleines österliches Mixed-Media-Projekt machen, was ich schon vorbereitet habe, nämlich diese wunderschöne Karte, beziehungsweise ich mache es heute ein bisschen im größeren Format. Ihr könnt es also auch einfach als kleines Poster oder sowas nutzen oder einfach vielleicht mal als größere Karte, weil mich das doch so ein bisschen, ihr seht es, beschränkt und begrenzt hat in der Größe. Ich male mal gerne groß bei Loose Watercolor und das war jetzt ein bisschen zu eng, habe ich dann gemerkt. Das war auch nur so der erste Wurf. Und den Rest machen wir heute einfach ganz spontan und improvisiert, so wie ich das immer mache. Ich freue mich total, bei euch zu sein, mit euch zu sein und hoffe, wir haben eine schöne Stunde miteinander. Lasst die Pinsel und Stifte glühen und am Ende habt ihr gleich eine Karte oder wie gesagt ein Post oder ein Mitbringsel für die Osterfeiertage, was ihr euren Familien, Liebsten und Verwandten mitbringen und mitnehmen könnt. Ja, the Nail Polish Color, die passt heute, fits perfectly. Das war gar nicht so gedacht, aber mir war heute so nach Lila. Und jetzt gerade habe ich festgestellt, wow, das fittet hier perfectly irgendwo hier mitten rein. Aber ich habe das Bild nicht mitgenommen zu meiner Maniküre und gesagt, bitte mach es genau so. Es ist einfach der Zufall. Aber es ist sehr schön. Okay. Der Stream wird natürlich wie alles immer gespeichert. Ihr findet ihn im Anschluss auch auf YouTube. Ihr könnt ihn jederzeit während des Streams auch stoppen, den Stream. Ihr könnt ihn pausieren. Ihr könnt ihn nochmal anschauen. Ihr könnt vorspulen, zurückspulen. Und natürlich bleibt er dauerhaft gespeichert. Also falls ihr irgendwann keinen Bock mehr habt oder doch Germany's Next Topmodel schauen wollt, dann könnt ihr das tun und das Ganze morgen einfach nochmal nachmachen. Passt ja auch noch für Ostern. Ostern beginnt ja eigentlich zumindest das feierliche Ostern erst ab Ostersonntag eigentlich, oder? Wann feiert man denn Ostern? Ich glaube, Ostersonntag, Ostermontag. Wir feiern ja sowieso nur. Morgen feiern wir Frau Hölle Studio Geburtstag, Samstag feiern wir Bens Geburtstag, Sonntag ist dann irgendwann Ostern und Montag auch und dann feiern wir alle Dienstag von der ganzen Feierei fix und fertig ins Bett. Nicht. Arbeiten weiter. Gut, ihr Lieben, lasst uns mal starten.
Schönen guten Abend zusammen, genau. Und dann lasst uns mal gucken, wie der Abend so verläuft. Ich habe, wie gesagt, nicht so viel vorbereitet. Ich habe das Ganze einmal ausprobiert, aber es ist wie immer easy, schnell und vor allem macht's Spaß. Und es gibt die absolute Gelinggarantie, wenn ihr mir folgt, also meinen Erklärungen folgt. So, ich habe keinen Six. Ich muss mir das mit Werbung anschauen. Also ich starte heute und ich male heute auf dieses wunderschöne Papier, weil es auch so gut passt vom Namen her, das Floral Watercolor Papier, und weil es einfach ein schönes, preis-leistungsmäßig finde ich immer noch ein geiles Aquarellpapier ist und weil es ein Format hat mit 18x24 cm, sieht man jetzt gar nicht das ganze Format, was schon ganz geil ist für das Motiv, was wir heute Abend machen. Ich habe das, wie gesagt, auf ein kleineres Format gemacht. Ich kann euch hier mal so ein bisschen, glaube ich, raus machen. Genau, dann seht ihr mal das ganze Format. Aber ich will es halt ein bisschen, zumindest ein bisschen mittiger machen, ein bisschen größer auch, damit ich nicht so begrenzt bin in den ja, Dimensionen. Es ist ja doch recht viel, was wir malen. Eine Hyazinthe, drei Hyazinthen sind hier sogar mit Topf und Zwiebel und allem drum und dran. Und das ist hier schon so ein bisschen eng. Ich mache es also auf 18x24, hier schön mittig, damit ich später auch am Ende mit der Gouache so einen richtig schönen Backdrop setzen kann und es richtig schön knallen lassen kann heute Abend. Ihr könnt auf jedem anderen Aquarellpapier mitmachen. Cold pressed, wie immer, wäre ganz nice. Und geleimt auch, weil wir doch, ihr seht es zumindest ich hier, ich habe so gemacht mit relativ viel Farbe, also Gouache arbeiten und dementsprechend auch Feuchtigkeit und sich das dementsprechend dann auch wellen kann, wenn es nicht vierfach geleimt ist. Jo, dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal zuallererst mit dem Aquarellteil. Wie gesagt, es handelt sich hier um Mixed Media, denn wir haben hier Loose Watercolor Hyazinthen im Töpfchen, einen Gouache-Hintergrund und ja, dieses Fineliner-Lettering mit diesem kleinen Bandeau, was ich da mit den Wattepads dann noch drauf geklebt habe, weil ich liebe es einfach immer, Letterings auf Aquarelle mit diesen Wattepads zu kleben. Das habe ich ja schon ganz oft gemacht und verliert einfach irgendwie, finde ich, nie an Charme. Und ist so einfach und simpel und irgendwie effizient. I love it. I love it. Okay, ich male heute Abend mit meinen Editions, und zwar mit zwei Editions, nämlich mit der Blooming Spring Edition, passend zum Frühling, die Hyazinthenfarben, die darin enthalten sind, und auch eine Farbe aus der Magical Winter Edition, die passt zwar jahreszeitlich gar nicht, aber da ist dieses wunderschöne Turners Gelb drin, heißt glaube ich, oder? Turners Yellow, whatever. Also so ein, ja, so ein, so ein Ockergelb eigentlich. Wie würde man, Senfgelb trifft es am besten. Das habe ich hier in die Magical Winter Edition gepackt und das nehme ich mir dann für den Topf der Pflanze. Aber da kommen wir später erst dazu zum Töpfchen. Wir fangen ja an oben mit den Blümchen und da benutze ich aus der Blooming Spring Edition hier diesen Lilaton, das ist Schminke Violett und das Bergblau müsste da unten sein, genau Bergblau, also Schminke Violett und Bergblau, die beiden Farben werden meine Hyazinthenfarbe, die Blütenfarbe. Maigrün benutze ich für meine Blüten, also den Stiel hier und die Blätter der Hyazinthe. Und Siena gebrannt und Sepia braunrötlich, das ist dann das, was da unten noch dazu kommt, für meine Zwiebel. Die beiden Töne hier, die Zwiebel. So viel zum Color Code for tonight. Keine Ahnung, warum ich so Englisch bin. Ich glaube, wegen der Elaine. Wegen der Elaine switche ich immer so von German to English and back. Das ist ein bisschen crazy. Jetzt muss ich gerade überlegen, was euch besser taugt. Ich glaube, ich zoome euch auf jeden Fall wieder ein bisschen ran, damit ihr auch dann besser sehen könnt, wie wir die Hyazinthen malen. Ich habe mich heute dazu entschieden, mit einem Pinsel zu malen, mit dem ich sonst eigentlich noch gar nicht viel gemacht habe, aber ich finde, er passt für das Motiv affengeil, nämlich der Katzenzungenpinsel. Tatsächlich ein, finde ich, viel zu wenig beachteter Pinsel. Katzenzunge, keine Ahnung, er sieht ein bisschen aus wie eine Katzenzunge, aber also, ja, finde ich ganz lustig den Namen. Wir haben den in drei Größen. Ich benutze hier die Größe 6. Und der ist deswegen so cool, also ihr könnt auch Rundpinsel benutzen, aber deswegen so cool, weil man damit diese kleinen Mini-Hyazinthen da oben super schnell und easy peasy malen kann. Also es ist der perfekte Pinsel für jetzt zumindest die Hyazinthenform, die Blütenform. Und deswegen habe ich mich heute mal für den Katzenzungenpinsel entschieden in Größe 6.
Jetzt zoome ich euch auch mal ran, damit ihr ein bisschen mehr mir auf die Finger schauen könnt. Und wenn ihr, wie gesagt, heute Abend irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, was ich noch nicht erzählt habe, dann immer her damit. Dafür sind wir heute zusammen, damit ihr mir nochmal wirklich ganz viele Löcher in den Bauch fragen könnt. Ja, ich habe immer zwei Töpfchen für meine Watercolor und für meine Gouache-Pinsel. Aber ich bin auch immer verwirrt, welches Töpfchen was ist. Vielleicht sollte ich sie mal beschriften. Aber die Katzenzungenpinsel sind auf jeden Fall in meinem Watercolor-Töpfchen, weil ich die bei Gouache noch nie gebraucht habe. Glaube ich, ist auch gar nicht gut zu. So, aber irgendwie ist das hier so ein bisschen schwierig vom Format. Schwierig vom Format. Und so ein Mittelding gibt es auch nicht. Dann malen wir einfach mal in der Größenordnung. Dann seht ihr zumindest alles, was passiert. So, ich blende euch jetzt anstatt meinem wunderbaren Gesicht mal die Hyazinthe ein, damit ihr auch das Motiv vor Augen habt, das ich quasi als Inspiration und Vorlage genutzt habe für mein Töpfchen. Und euch dann noch so ein bisschen daran orientieren könnt. Wie gesagt, die Basics von Loose Watercolor Florals erfahrt ihr ja in den 10 Days of Loose Watercolor Florals. Deswegen werde ich jetzt hier nicht nochmal alles von der Pike auf erklären. Prinzipiell geht es darum, dass das, was ihr seht, wirklich sehr, sehr lose, deswegen loose und abstrakt und auch gewissermaßen schnell abgebildet wird. Schnell deswegen, damit wir noch Nass-in-Nass-Effekte nutzen können und durch Nass-in-Nass-Effekte eben so wunderbare Farbkontraste und auch Licht-Schatten-Setzungen erzielen können, weil das macht das Ganze am Ende eben so spannend und nicht nur so flach und öde. So, was sagt ihr, Elaine? Ich love das, when you make das, wenn du das makes. Sehr schön. Er geht auch in die andere Richtung, ne? Sehr cool. So, jetzt bin ich weg. Jetzt seht ihr hier die Hyazinthe. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich dürfte ich sie gar nicht zeigen, aber sie ist im Internet gefunden bei einem Blumenanbieter, für den ich jetzt nicht Werbung machen will. Aber ihr könnt die auch so im Töpfchen kaufen. Mir hat die auf jeden Fall deswegen so gut gefallen, weil die farblich einfach so geil ist, finde ich. Also die Hyazinthe mit diesem lila-blau, dann das Knallgrün und vor allem dieser Topf aus Ocker fand ich super genial. Und deswegen habe ich mir die einfach als Vorlage genommen. Und die malen wir jetzt. Ich beginne mit meinem Katzenzungenpinsel in Größe 6 und mische mir jetzt bzw. aktiviere mir jetzt erstmal das Schminke Violett und das Bergblau, weil mit den beiden Farben ja, male ich so ein bisschen die Hyazinthe da oben, den Blüten, wie sagt man, die Blüte. Danach kommt dann diese Knospen da oben drüber noch drauf, die ja noch nicht geöffnet sind vor der Hyazinthe, also in diesem Maigrün, das passt sehr gut. Ich kann sie mal hinhalten, da sieht man es auch ganz gut. Das ist eigentlich 1:1 die Farbe. Dann gehen wir runter, Stiel und Blätter und unten kommen dann eben noch diese beiden Knollen hin, die Zwiebeln mit dem Braun hin und dann ganz am Ende kommt noch das Töpfchen hin. So, dauert wahrscheinlich ungefähr genau 10 Minuten, dann sind wir mit der Hyazinthe durch. Also haltet euch mal ran gemeinsam mit mir, damit wir auch wirklich Nass-in-Nass-Effekte schön nutzen können. So, los geht's. Ich aktiviere mir hier erstmal mein Schminkviolett. Das kann ich auch hier so ein bisschen reinmalen. Wenn es euch zu nah ist oder zu weit weg, dann sagt Bescheid. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt bei der Einstellung bleibe oder dann vielleicht, ups, nochmal, hoppala. Wechsel? Ja, mein Schatz. Hast du schon Sterne an? Ja, die habe ich schon angemacht, die Sterne, mein Schatz. Soll ich die nochmal anmachen? Aber du musst jetzt schlafen, mein Schatz. Ja. Ja, ich mache die dir nicht nochmal an, weil du musst schlafen. Nicht so viel Buch lesen. Ja. Okay? Ja. Ja? Gute Nacht. Dann noch einmal anmachen. Einmal anmachen? Ja. Okay, ihr Lieben, ich muss noch einmal kurz die Sterne anmachen. Ich bin in 20 Sekunden wieder da. So. So, da bin ich ja auch schon wieder. Ah, so, warte, wo seht ihr mich da? Ah, so. Ah, wo ist mein Babyfon da?
habe ich nochmal die Sterne angemacht. Gucken wir mal, ob er jetzt dann irgendwann mal die Augen zumacht. Der Ben kam hier reingestapft gerade. So, okay. Gut, dass ich noch nicht angefangen habe, weil sobald die Farbflächen mal drauf sind, müssen wir natürlich schnell sein. Hat ein gutes Timing, der Ben. So, ich switche zu meiner Blume, atme kurz durch und lasst uns mal beginnen mit der Hyazinthe. So groß wird die ungefähr. Ich beginne hier oben, wie gesagt, und dann arbeiten wir uns einfach von oben nach unten durch. Ich habe mir die Farben aktiviert, ganz wichtig. Bei Lewis Watercolor beginnt immer mit wenig Pigmenten, deswegen ist jetzt hier, mache ich meinen Pinsel jetzt auch erstmal nach außen, Wasserglas, und habe jetzt hier wenig Wasser drauf auf dem Pinsel und viel Wasser und wenig Pigmente so rum. Oh, kurze Konzentration. Die Sterne. So, okay. Also, und ihr seht, das Schöne ist, mit dem Katzenzungenpinsel könnt ihr eben diese eindeutige Form oder einzigartige Form von der Hyazinthe super, super abbilden, von dieser Blütenstaude da oben. Also ihr könnt dann wirklich, ich mache das jetzt wirklich einfach mal ganz lose, so, ihr könnt dann wirklich hergehen und einfach mit dem Katzenzungenpinsel hier relativ lose genau diese Blütenform abbilden da oben. Ich fange jetzt mal von links nach rechts an. Ich nehme jetzt erstmal diese linke Blüte von der Hyazinthe vor. Dann gehe ich mal so ein bisschen weiter rüber und ich arbeite jetzt wirklich sehr, sehr nass erstmal. Und das Schöne an dem Pinsel ist wirklich, dass man es auch andersrum drehen, dass er eben rund ist an der oberen Seite. Ich muss hier wirklich nur eigentlich nur tupfen mit diesem Katzenzungenpinsel, um diese Blütenform hinzubekommen. Das geht ganz, 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 ganz schnell. Solange das alles noch feucht ist, kann ich jetzt schon mal reingehen in mein Schminke-Violett und noch in mein Bergblau, beides so ein bisschen mischen und Kontraste einarbeiten. Das seht ihr jetzt ganz gut, damit das eben auch so ein bisschen Spannung bekommt, das Ganze. Und das müssen wir machen, solange es noch nass ist. Und auch da orientiere ich mich jetzt aber gar nicht zu sehr an dem, wie es da drüben eigentlich ausschaut. So, sondern wirklich eher so ein bisschen, wie es auch gerade noch so passt auf meinem Bild. Jetzt bin ich schon da drüben bei der rechten Seite angekommen. Ganz wichtig, wirklich mit viel Wasser und wenig Pigmenten erstmal arbeiten. Da steht so ein bisschen was weg da drüben, das können wir natürlich auch adaptieren. Und ansonsten ist das eine sehr schnelle und sehr lose Angelegenheit. Jetzt gehe ich in das Bergblau auch noch so ein bisschen rein. Es ist ja so eine Mischung aus Blau-Lila. Genau, und das mische ich mir jetzt auch so ein bisschen zusammen. Dieses Blau und das Lila. Ich mische meine Farben wirklich meistens on the go, also wirklich so freie Schnauze. Ich überlege mir zwar auch bei 10 Days of Loose Watercolor Florals vorab, mit welchen Farben ich es zu tun habe. Hat er mich gerade gefragt, Mama, mit wem redest du da? Also ich bin wohl scheinbar doch ein bisschen laut. Sehr schön. Ja, meine Kinder, die wissen, was die Mama macht. Naja, der Ben kann sich das wahrscheinlich ein bisschen zumindest mittlerweile vorstellen. So, es ist hier alles noch feucht. Das sehe ich von der Seite, wenn ich drauf schaue und es glänzt. Das heißt, ich nutze diesen Zeitpunkt noch aus, um noch mehr Kontraste reinzubringen. In Form von diesen wirklich kleinen Blüten. Und ihr seht es jetzt immer mehr, wenn das auch so ein bisschen antrocknet, kann ich hier mit dem Katzenzungenpinsel wirklich, ich nehme nach oben, dass die Spitze von der Katzenzunge nach unten zeigt, wirklich super, super toll hier einfach diese typische Form von diesen Hyazinthen eintupfen. Also man sieht da ja wirklich gar nicht viel in diesem Meer aus Hyazinthenblüten, sondern eigentlich nur dieses Blau, Blau-Lila von den Blüten. Schon wieder so ein bisschen groß geworden. Ist noch größer geworden als bei der ersten Variante. Macht aber nichts. Macht nichts. So, hier noch ein bisschen, dass das eben wirklich genau. Ja, das schaut gut aus. Ungefähr dem da drüben entspricht. Jetzt mache ich direkt weiter und zwar mit diesen ungeöffneten Blüten, ich weiß gar nicht, Knollen, Stauden, was auch immer, da oben drüber. Das Schöne an Nassen ja, ist ja, aber jetzt habe ich kein 100% Aquarell, 100% Baumwollpapier, deswegen geht das nicht so gut, dass man auch noch wirklich Effekte sich zunutze machen kann, wenn Farben ineinander laufen und dann wirklich ineinander bleeden. Das mag man immer gar nicht aufs
ins Deutsch übersetzen, weil sie bluten ja nicht ineinander, sondern sie fließen ja nur ineinander. Da gibt es irgendwie kein wirklich schönes Wort, was das irgendwie ersetzen würde. Also auch hier für diese kleinen Knollen da oben halte ich den Katzenzungenpinsel wieder einfach nach oben gerichtet, damit die Spitze von dem Ding da unten ist. Und dann seht ihr, kann ich hier einfach wirklich, eigentlich stempel ich mit dem nur. Aber es ist wirklich eins zu eins diese Form, das finde ich eben so toll in dem Katzenzungenpinsel, diese Form von diesen ganzen Blütenteilen von der Hyazinthe. Also ihr könnt natürlich auch jeglichen anderen Pinsel dafür benutzen, wie gesagt. Rundpinsel geht ja bei sowas auch immer, immer, immer. Aber das finde ich schon einfach wirklich großartig. Und endlich mal ein Verwendungszweck auch für den Katzenzungenpinsel, der bei mir auch so ein bisschen sein Schattendasein fristet, muss ich gestehen. Ich benutze ihn auch nicht so oft. Aber da habe ich jetzt wirklich was gefunden, wo ich sage, ja, da passt er wirklich gut. Jetzt bringe ich natürlich auch noch so ein bisschen, mal gucken, ein bisschen mal nach oben gehen, so ungefähr. Jetzt bringe ich auch noch so ein bisschen Kontraste mit rein. Es gibt ja auch diese Schattenbereiche. Da oben seht ihr sie bei den Hyazinthen Knollen oder ungeöffneten Blüten. Da mische ich mir noch so ein bisschen was von dem Lila jetzt rein in mein Grün, um hier einfach noch so ein bisschen den Schatten reinzugeben. Hier oben. Das gibt dann ja so ein bisschen auch ein Braun, das seht ihr jetzt hier ganz gut hier oben, damit das hier einfach noch mal so ein bisschen einen Schattenbereich ergibt. Und ansonsten gefällt mir das ja auch schon ganz gut. Es geht wirklich nur, wie gesagt, darum, lose und abstrakt. Kurz aufs Babyphone schauen, was der kleine Kollege macht. Ah, liegt noch in seinem Bett, sehr gut. Das Ganze wirklich nur lose und abstrakt zu übertragen. Jetzt arbeite ich mich eigentlich auch schon weiter runter. Nehme so ein bisschen was von dem Maigrün auf. Aber auch wieder hier nur eine sehr helle Nuance und arbeite mich jetzt hier einfach von oben nach unten durch. Ich habe hier auf der linken Seite dieses Blatt, was da so ein bisschen durchschaut auf der linken Seite. Das baue ich hier mit ein, damit es auch so ein bisschen der Ausgleich ist. Dann geht es hier runter, alles mit dem 6er Katzenzungenpinsel. Und dann gehe ich hier runter, relativ gerade. Genau, das ist dann das linke Blatt, folgt von dem Stiel, der sich da in die Mitte so ein bisschen einschmiegt. Dann kommt da noch ein dickes Blatt dazwischen. Das kann man also auch mit diesem Katzenzungenpinsel wunderbar on the go sozusagen machen. Jetzt seht ihr hier in der Mitte haben wir wieder einen Stiel, der so ein bisschen ja auch dunkler ist. Das heißt, da habe ich mir jetzt wieder Lila zu meinem Maigrün dazu gemischt. Und auch so könnt ihr euch wirklich ganz, ganz leicht durcharbeiten. Durch so eine Vorlage auch. Jetzt bin ich bei den rechten Stielen angekommen. Da habe ich noch ein bisschen auf die Kacke mit dem Maigrün hier. Wasche meinen Pinsel aus und mache das auf der anderen Seite auch nochmal. So, und das war es dann eigentlich auch schon. Die sind zwar eigentlich ein bisschen länger, aber ich habe nicht mehr so viel Platz hier unten. Ich war wieder sehr groß. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen das Ganze geschrumpft. Ansonsten wären eigentlich die Stiele hier unten noch viel länger gewesen. Aber auch das ist jetzt auch einfach mal so lose und abstrakt. Und das Schöne ist, bei sowas muss man sich auch immer gar nicht so viele Gedanken machen, bei Loose Watercolor. Jetzt mische ich mir noch immer so einen dunkleren Ton, weil ich hier gesehen habe, dass ich hier noch mal so ein bisschen was mit reinbringen möchte, was Dunkleres. Genau, und ansonsten könnt ihr natürlich jetzt hier auch noch, wenn ihr merkt, da fehlt irgendwie was dazwischen, so ein bisschen arbeiten. Aber ich würde schon sagen, das reicht und mehr wollen wir auch eigentlich gar nicht machen bei Loose. Wir haben es damit sozusagen schon abgebildet. Jetzt mache ich auch direkt da unten schon mal wieder weiter mit diesen Zwiebeln. Auch die machen wir lose und schnell. Da nehme ich jetzt einfach mal so ein bisschen was von dem. Jetzt muss ich mal spicken. Was haben wir hier gesagt? Siena gebrannt und Sepia braunrötlich. Das sind die beiden Brauntöne in der Blooming Spring Edition. Und daraus nehme ich mir jetzt auch einfach erstmal wieder einen hellen Braunton. Und mit dem deute ich jetzt hier einfach auch nur so ein bisschen, das kann man auch so mit dem Katzenzungenpinsel machen, diese Zwiebel auf der linken Seite an, ganz wichtig, generell nicht nur bei Zwiebeln, sondern generell bei Loose Watercolor, lasst Weißräume. Jetzt gehe ich mal in mein dunkleres Braun rein, um hier auch
Kontraste zu schaffen, denn auch das ist ganz wichtig. Das sind übrigens alles die Basics, die ihr auch in meinen 10 Days of Loose Watercolor lernt. Weißräume lassen, Kontraste schaffen, damit das Auge mit diesem Loose überhaupt was anfangen kann, weil so ein bisschen Orientierung braucht das Auge natürlich schon, auch wenn wir alles sehr loose erarbeiten. So. Genau. Und dazu helfen eben wirklich die Weißräume, aber eben auch die Kontraste. Die gebe ich jetzt hier noch mit rein, die Kontraste. Auch hier noch so ein bisschen machen. Ein bisschen spielen mit den Brauentönen damit. Das seht ihr ja eigentlich schon ganz gut, was da unten passiert. Auch in dieser großen Version. Oh nein, was habe ich jetzt denn da für ein Farbklecks hingebracht? Oh nein! Mal gucken, ob ich ihn noch schnell hier wegsaugen, wegwischen kann. Sehr gut. Dafür liebe ich ja Aquarell und Aquarellpapier. Dass das alles noch schnell geht. Meistens zumindest, wenn man schnell genug ist. So, hier baue ich das noch mit ein. Solltet ihr Fragen haben, fragt ihr mich hoffentlich. Ihr seid schon wieder alle so hoffentlich fleißig am Mitmalen, weil ihr so ruhig seid. So, jetzt haben wir uns von oben nach unten durchgearbeitet. Jetzt kommt eigentlich schon direkt, ja, wir können auch so ein bisschen das Moos, wenn ihr wollt, könnt ihr das Moos noch so ein bisschen aufgreifen. Wir haben ja hier noch einen anderen Grünton. Den können wir natürlich benutzen. Wenn ihr wolltet, müsst ihr aber auch nicht unbedingt. Ah. So, jetzt switche ich mal zu meiner Magical Winter Edition. Jupp, jupp, jupp. Und diesem Turner's Gelb da unten links. Wie gesagt, so ein richtig schönes Senfgelb. Und aktivieren wir das erstmal. Wasch den Pinsel dann auch wieder aus im Wasserglas, damit ich auch hier wieder erstmal wenige Pigmente auf dem Pinsel habe. Und dann deute ich dieses Töpfchen auch wirklich einfach nur an. Das heißt, ich gucke mir jetzt an, okay, da ist auf jeden Fall das Ganze wieder so ein bisschen rund da oben erstmal. Immer bei den Töpfchen. Und man arbeitet ja bei Loose Watercolor auch nicht mit Vorzeichnungen. Das wisst ihr ja auch alle, wenn ihr meinen Kurs besucht habt. Deswegen nutze ich immer ganz gerne eine Farbe, die nicht so gesättigt ist. Also deswegen arbeite ich viel mit diesen sehr, sehr entsättigten Farben, um ja quasi vorzuzeichnen. Also ich zeichne hier quasi mit wenig Farbe und viel Wasser erstmal meinen Umriss von diesem Töpfchen. Jetzt ist das sehr weit nach unten gewandert, ne? Egal. Vor und fülle es auch hier wieder wirklich mit viel Wasser und dann kann ich mit den Pigmenten nochmal reingehen und hier wirklich das Töpfchen als solches nochmal füllen, aber auch hier unbedingt wieder Weißraum lassen. Auch ganz, ganz wichtig bei dem Töpfchen, damit man sich so ein bisschen auch die Form des Töpfchens, damit man die auch so ein bisschen erahnen kann. So, auf der linken Seite knalle ich jetzt mal richtig. Auf der rechten Seite brauche ich auf jeden Fall auch noch ein paar Pigmente. Da geht es um die Kurve rum da oben, um die Ecke. Hier ist dasselbe Abschluss von dem Töpfchen. Aber also macht euch auch hier nicht zu sehr den Kopf. Es soll, wie gesagt, auch einfach alles auch hier lose sein. Und schnell abstrakt festgehalten. Topf gibt es für mich nicht, passt nicht mehr. Ja, ihr seht, bei mir ist es auch ein bisschen noch ungewöhnlich. Ich muss mal überlegen, ob ich mein Lettering vielleicht dann da oben platziere. Ist mit dem Gouache wird jetzt auch eine lustige Angelegenheit. Aber naja, da muss man eben improvisieren. Ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen mit dem Moos arbeiten, weil ich hier jetzt noch so ein bisschen weiß habe. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Da mische ich mir jetzt so ein bisschen grün-braun noch zurecht, um hier einfach noch so ein bisschen das Moos mit einzubauen. Genau. Damit das da irgendwie nicht so ein komischer leerer Bereich ist, tupfe ich jetzt hier mal noch das Moos mit ein. Sehr gut, genau. Das läuft auch. Kann hier auch so ein bisschen rausschauen, das Moos. Und ansonsten würde ich aber sagen, ist das Töpfchen soweit schon fein. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch ein bisschen bei dem Töpfchen mit Schatten spielen und hier mit dem Braun dieses Gelb so ein bisschen verheiraten. Solange das da unten noch feucht ist, geht das natürlich ganz gut. Einfach noch so ein bisschen Spannung zu schaffen in dem Töpfchen. Spannung und vor allen Dingen auch Licht- und Schatteneffekte.
Nicht einfach nur so zum Spaß. So. Hier oben machen wir noch den Rand hin von dem Töpfchen, denn da ist auch immer mehr Schatten. Und dann würde ich auch mal sagen, passt unser Töpfchen auch schon so. Jetzt muss ich dann gleich sehr improvisieren, wenn ich meinen Gouache-Hintergrund mal. Aber ich habe schon eine Idee. Es wird auf jeden Fall immer was Neues, immer was anderes. So. Also jetzt ist das an sich schon fertig. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, das ist aber jetzt immer nur so ein bisschen optional und meistens mache ich es nicht, aber ich deute jetzt hier einfach mal an. Ihr könnt natürlich, wenn jetzt hier die Hyazinthen schon trocken sind, nochmal in einer zweiten Schicht, gerade weil es sich bei den Hyazinthen so schön anbietet. Jetzt nehmen wir einfach mal nochmal so eine Mischung aus Blau und Lila. Zack. Genau, aber relativ pigmentlastig. Könnt ihr jetzt hier natürlich nochmal ein paar von diesen Blüten einfach hervorheben. Im trockenen Zustand sozusagen, also dann wet on dry, WOD. Und ihr seht, das knallt dann also auch nochmal wirklich. Das ist ganz schön, gerade bei so einer Struktur wie bei den Hyazinthen, wo das jetzt hier alles ansonsten sehr nass in nass verläuft natürlich und so ein großes, ja, so ein großes Etwas irgendwie ergibt. Aber gerade da ist es manchmal noch ganz schön, wenn man diese typische Form des Objektes mit reinpackt. Und ihr seht, das macht auf jeden Fall hier Sinn und ist auch ganz schön, weil es einfach nochmal auch für so einen Spannungseffekt im gesamten Bild sorgt. Genau. Hier und da sind so ein paar Sachen. Und auch hier unbedingt und ganz wichtig, bei der Natur ist nicht alles immer perfekt. Also ihr seht, was das ausmacht, wenn ich hier einfach mal so ein bisschen hintupf an die Seite und nicht eben mit diesen super perfekten, ja, Tupfern quasi arbeite. Das macht ganz, ganz, ganz viel aus. Was ihr auch jetzt sehr gut erkennen könnt, und dann switche ich auch das Bild jetzt dann gleich wieder zu mir, dass natürlich das Verhältnis ein völlig anderes ist wie zu dem Original da drüben, macht aber eigentlich überhaupt nichts aus, weil das Prinzipielle, nämlich dass wir hier eine Hyazinthe abgebildet haben, das kommt bei Loose Watercolor eben raus und das ist eben auch das Wichtige daran. Das war meine andere, auch ein bisschen klein. Jetzt hatte ich mehr Platz, habe sie zu groß gemalt. Jetzt werde ich auf jeden Fall mit dem Gouache einen anderen Hintergrund mit dazu packen. Und ich habe auch schon eine Idee. Mal gucken, ob ich das mache. Also im nächsten Schritt, wenn das jetzt alles echt getrocknet ist, kommt der Gouache-Hintergrund dazu. Natürlich alles nur optional. Ihr könnt es auch so lassen. Ihr könnt auch direkt ein Lettering auf den Blumentopf drauf machen. Oder ihr sagt, das passt schon so, finde ich alles fein, wie es ist. Ich habe mich aber dazu entschieden, mit Gouache als Hintergrund zu arbeiten, einfach damit das Ganze optisch noch so ein bisschen hervorgehoben wird dadurch. Ich lasse hier immer so eine kleine weiße Linie, umrande das Objekt mit der Gouache und habe den Hintergrund hier ganz ausgemalt. Bis auf diesen Rand, den fand ich irgendwie ganz fancy, damit es nicht einfach nur so ein einfarbiger Hintergrund ist. Ihr könnt es aber alles nach Belieben machen. Also feel free to do whatever you want. Ne, Elaine? Ich werde jetzt mal gucken, ob ich hier, weil ich hier unten ja gar keinen Platz mehr habe, jetzt kann ich mal, glaube ich, wieder switchen, oder? Dass ich vielleicht hier oben mit Gouache arbeite und hier so einen Gouache-Kreis da noch drumherum setze. Ich glaube, das könnte ganz cool sein. Dann kann ich nämlich hier oben auch wieder den Platz ausgleichen. So quasi stelle ich mir das vor. Es könnte auch ein bisschen abgefahren sein, aber ich glaube, das werde ich probieren. Hier so einen Kreis und dann hier unten das Lettering noch drauf mit der Banderole. Könnte fancy sein, aber probieren es einfach mal aus. So, während das hier trocknet, kann ich mir schon mal mein Gouache vorbereiten. Der Katzenzungenpinsel kommt weg. Hat mir sehr gute Dienste geleistet. Zack. So. Wasserglas kann bleiben. Das switche ich auch mal um. So. Ah ja, während das trocknet, wollte ich euch kurz auf eine Aktion aufmerksam machen. Natürlich, gratis Livestream, sei mir auch ein bisschen Werbung für unseren Online-Shop vergönnt. Übrigens, ab morgen, also eigentlich ab heute 0 Uhr, also nicht eigentlich ab heute 0 Uhr, feiert ja das Frau Hölle Studio und der Frau Hölle Online Shop 6 Jahre Geburtstag und wir lassen es richtig knallen für euch. Also schaut unbedingt morgen und die nächsten 4 Tage mal im Shop vorbei. Da könnt ihr einiges sparen und ganz schön viel für ganz schön wenig Geld shoppen. Und wir haben uns auch noch was Tolles, unter anderem uns ganz viel einfallen lassen. Aber unter anderem haben wir uns gedacht, so als kleines Gutzahl und als Kaufanreiz für sämtliche Schminke-Editions, also die 4
Editions aus der Seasons Collection, die neuen Landscape Editions, die Boho Edition, die Botanical Edition und Punkt. Ich glaube, das waren sie alle. Wenn ihr eine dieser Editions erwerbt, erhaltet ihr ab sofort und solange der Vorrat reicht, so einen fetten Block mit dazu. Und zwar ist das ein Fabriano Watercolor Block, der 25% Baumwolle enthält und insgesamt 75 Blatt, der Jumbo Block im Wert von 29,90. Das ist, ich zeige es mal von der Seite, ist ein Riesen-Oschi. Das bekommt ihr gratis mit dazu zu jeder einzelnen Edition, egal welche ihr kauft. Eine Edition, ein Block, also da könnt ihr dann erstmal 75 Seiten lang Motive üben und dann könnt ihr sie, glaube ich, auch blind. Das war so als kleiner Kaufanreiz für unsere Editions gedacht. Okay, das Kind hat die Augen noch nicht zu, aber zumindest liegt es noch im Bett. Ja, der Ben, der hat heute bis um 5 geschlafen, Mittagsschlaf gemacht, nachdem wir so spät aus der Stadt kamen und deswegen addiert sich das dann alles jetzt hinten auf und ich glaube, die Müdigkeit ist bei ihm noch nicht so da. Aber er liest da meistens noch ein Buch und schaut sich die Sterne an und dann irgendwann fallen die Augen auch zu. Also, ich habe mich für einen Hintergrund entschieden, der hat mir ehrlich gesagt bei meinem Beispielbild gar nicht so gut gefallen, deswegen mache ich ihn jetzt heller. Ich wollte eigentlich ein helles Ocker haben, beziehungsweise ein helles Umbra Natur, mit dem arbeite ich hier. Ist mir aber zu dunkel geworden. Ein ganz typischer Fehler beziehungsweise ein Effekt bei Gouache, dass man sich Farbe super hell anmischt und dann beim Trocknen merkt, obala, die trocknet aber ganz schön dunkel. Deswegen mache ich es jetzt umgekehrt und mische mir meine Gouache, indem ich mit Weiß starte, mit der weißen Hoheit am Gouache und dann nur einen Ticken, so und auch nicht zu wenig, habe ich nämlich auch immer zu wenig bei Hintergründen. Ich muss immer noch mal nachmischen. Ich doof. Und dann nur einen Ticken von dem Umbra Natur mit dazu. Ihr könnt natürlich jegliche andere Farbe nehmen. Ihr könnt natürlich auch Talens Fine Gouache nehmen oder andere Gouache oder eine andere Farbe. Aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Und jetzt mische ich mir die mal zurecht. Aber, ich wollte euch auch was Tolles Neues zeigen. Wollte ich und habe es dann irgendwo verlegt. Ach, da. Ein tolles neues Teil, was im nächsten Monat erst in unseren Shop einzieht. Aber ich zeige es euch heute schon mal. Nämlich, ihr habt es ja schon öfter bei mir gesehen. Ich benutze ja wirklich sehr gerne Silikonpinsel zum Vermischen von Farben und zum Anrühren von Farben. Damit es nicht alles auf meinem Pinsel draufklebt. Und genau das haben wir dann auch bald im Shop. Ist ganz geil, ganz geil, ganz geil. Ganz geil das Teil. Ganz geil das Teil. Weil, also was ich mal am Mischen von Gouache mit einem normalen Pinsel so schlimm finde, gerade wenn man sich Farben so wirklich from scratch zusammenmischt, dass diese Gouache-Farbe dann wirklich überall in den Pinseln drin hängt, ganz tief in den Borsten drin hängt und man sie dann erstmal wieder rausbekommen muss. Und das finde ich ganz schlimm. Jetzt darf ich sie nicht wieder so dunkel mischen. Und deswegen ist das Coole an einem Silikonpinsel, ihr könnt damit einfach die Farbe anmischen. Ich glaube, so ein bisschen mehr Umbra brauche ich aber schon. Das ist jetzt schon sehr, 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 sehr hell, glaube ich. Da sieht man ja fast gar nichts. Wobei er muss vorsichtig sein. Ein bisschen mehr Wasser noch mit dazu. Das könnt ihr euch auch mit dem Silikonpinsel holen. Von hinten her mischen. Ja, ganz genau, weil das wirklich sonst echt tricky ist und man einfach immer zu dunkle Farben hat. Wird es jeden Tag eine andere Aktion geben? Nein! Nein! Ah, das wäre aber auch mal eine schöne Idee. Das wäre eine schöne Idee, liebe Barbie in Black, ich liebe diesen Namen. Jeden Tag eine andere Aktion, aber da kommen wir auch nicht hinterher. Wir müssen ja auch über die Feiertage, wir wollen ja auch mal ein bisschen Urlaub machen über die Feiertage und nicht jeden Tag arbeiten und irgendwas Neues einstellen. Nein! Diese Aktion, die läuft jetzt einfach dauerhaft, unabhängig auch vom Geburtstag mit den Blöcken, solange unser Vorrat an Blöcken reicht. Also das hat da, bei den ganzen Aktionen heißt es immer First Come, First Serve. Die laufen so lange, wie wir Produkte da haben und danach ist die Aktion beendet. So ein bisschen, glaube ich. Ich habe doch hier irgendwo so ein Stück Testpapier. Ein bisschen mehr Umbra muss ich noch mit reinknallen. So. Naja, obwohl. Deswegen teste das immer aus, aber es könnte schon so ein bisschen, ja, ist doch eigentlich ein ganz schöner Kontrast. Ne,
Ich brauche noch ein bisschen. Ich brauche noch ein bisschen. Also das läuft auf jeden Fall nicht jeden Tag was anderes. Und auch die Rabatte, die wir euch geben, die sind auch 4 Tage am Stück gültig. Also nicht nur morgen, nicht nur jeden Tag was anderes. Aber auch da muss man sagen, die Rabatte gelten zwar 4 Tage lang auf alle Produkte im Shop, aber nur solange wir Produkte da haben. Wenn die Produkte oder einzelne Farben ausverkauft sind, dann sind die halt ausverkauft und dann werden die auch bis Ende der Aktion, also bis Dienstag, nicht mehr neu aufgeladen werden, weil wir ja auch gar nicht im Studio sind und da jetzt nicht nachbestellen können. So. Ja, aber es trocknet immer dunkler. Ich nehme das aber jetzt mal so, wie es ist, weil ich habe Angst, dass es doch wieder zu dunkel wird ansonsten. Ich habe einfach Angst, dass es zu dunkel wird ansonsten. Das ist mir irgendwie immer noch so ein bisschen, ich habe Angst. Ach, ich habe einfach Angst. Ich habe bei Gouache wirklich immer Angst, dass es dann viel, viel dunkler trocknet. Ich traue mich noch. Was mischt ihr euch denn für Farben zusammen? Also wenn ihr euch gerade Hintergrundfarben anmischt, was mischt ihr euch denn zusammen? Bin ich immer ganz, ganz neugierig. So. Jetzt wirklich gut drauf achten, dass es nicht wieder zu viel ist. Also ein bisschen Kontrast will ich natürlich schon haben. So, okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt nehmen wir es einfach mal so, wie es ist. Und dann gucken wir mal. Also das Schöne an diesem Silikonpinsel ist wirklich, ihr seht ja, ihr habt hier wirklich alles schön vermischt. Ihr habt einen ganz frischen Pinsel und am Ende mache ich es dann immer so. Das schaut auch gut aus. Das schaut aus wie Latte Macchiato Farben. Dass ich das, was am Silikonpinsel ist, hier von dem Pinsel, den ich gerade benutzen will, einfach mal so abnehme. Weil es sind ja alles Pigmente. Nicht, dass man die irgendwo wegnimmt und verschwendet. Und dann habe ich hier schon mal eine Ecke Pigmente drauf. Den Silikonpinsel könnt ihr danach ganz einfach auf einem Zebra abwischen. Und dann ist der wirklich ins Wasser eintauchen und abwischen. Das ist das Schöne an dem Silikonpinsel. Wieder wie neu sofort zum nächsten Mischen bereit. Also für solche Mischaktionen grandioses Teil. Deswegen ab Mai bei uns im Shop. Titangoldocker mit Weiß. Ja, ist ja ungefähr genau dasselbe. So. Ich werde es wie gesagt jetzt so machen, dass ich hier so einen improvisierten Kreis um meine Hyazinthe lege, weil mir einfach unten der Platz fehlt. Ihr könnt natürlich, je nachdem wie viel Platz ihr habt, mit einer ganz anderen Form arbeiten, um eure Loose Watercolor Hyazinthe so ein bisschen in Szene zu setzen. Oh, das schaut aber sehr schön aus. Und immer wenn ich mich an der Hyazinthe befinde, dann muss ich jetzt auch so ein bisschen drehen, mein Blatt, dann lasse ich hier wirklich das. Ach, übrigens arbeite ich jetzt mit einem Flachpinsel Größe 6. Das Schöne an einem Flachpinsel ist wirklich, das seht ihr hier ganz gut, jetzt muss ich mich mal näher ranzoomen. Dass sie hier mit dem Flachpinsel einfach ganz, ganz nah an dem Motiv entlang malen könnt und ich immer so einen kleinen Abstand lasse. So einen kleinen Weißraum einfach lasse. Und dann, oh, jetzt kommt der Mann nach Hause. Juhu! Also sollte der Ben jetzt nochmal aufstehen. Muss nicht ich nochmal die Sterne anmachen. Oh, und Toto kommt auch. Oh, ich glaube, Toto ist gerade gegen die Tür gerannt. Oh, so schön, meine Männer wieder zu haben. So. Also ich male hier einfach jetzt an dem Motiv entlang mit dem 6er Flachpinsel. Das geht natürlich auch mit dem Rundpinsel, aber Gouache verteilt sich ehrlich gesagt mit dem Flachpinsel einfach immer besser und vor allen Dingen flächiger, sagt ja sogar schon der Name, mit dem Flachpinsel. Und gerade sowas, was Hintergründe betrifft, würde ich nie mit einem Rundpinsel arbeiten, weil da viel zu sehr die Gefahr besteht, beziehungsweise es ist viel zu frickelig, dass man da mit einem Rundpinsel irgendwie die Fläche hinbekommt. Was ich sehr schön finde, das mache ich absichtlich. Ich mache jetzt ja wie gesagt einen Kreis, jetzt kann ich euch wieder so ein bisschen rauszoomen. Wenn das so ein bisschen abgefressen ist, sage ich mal, am Rand, also so ein Dried Brush Rand ist, dann nutze ich also wirklich den Pinsel, wenn er eben nicht mehr so viel Farbe besitzt am Rand, um hier so ein bisschen den Rand dann nicht so exakt rund zu machen. Ich möchte jetzt hier nicht so einen Heiligenschein um meine Hyazinthe rum machen. Ich möchte es ja nur so ein bisschen in Szene setzen mit meinem
Cappuccino würde ich es jetzt mal fast nennen. Cappuccino-Turm. Ich nehme jetzt auch nicht Zirkel oder sowas, um diesen Kreis zu malen. Das Schöne ist ja an dem Gouache auch, ihr könnt da einfach nacharbeiten und korrigieren. Ihr seht auch, das mache ich ziemlich rough. Ich bin da auch nicht so genau. Ich mache alles immer ziemlich rough. Aber ja, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr das ja. Ich alles immer ziemlich rough und schnell und ja, so. Genau mal. Ich muss jetzt mal so ein bisschen von weiter weg gucken, dass ich auch schon ungefähr so einen Kreis, aber erwisch natürlich am Ende. So. Hin und wieder einfach mal ins Wasserglas reingehen, dann könnt ihr auch die Gouache wirklich hier wunderbar flächig verarbeiten und verteilen. Was für schöne Mischungen habt ihr da denn für mich? Das ist ja toll. Also natürlich muss ich auch unbedingt wieder alle eure Ergebnisse sehen, dann auf der Couch. Also markiert mich bitte, verlinkt mich bitte. Das ist ja eigentlich immer so die schönste Bezahlung, in Anführungsstrichen, an so einem Livestream, Gratis-Livestream, dass man danach sieht, was alle anderen mit den Erklärungen angestellt haben. Das ist das Allerschönste immer. Macht mich seit meinem ersten Livestream immer am glücklichsten, das alles zu sehen. So, jetzt muss ich mir das Ganze mal von, oh ja, das gefällt mir aber sehr gut, von weiter weg anschauen. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch so ein bisschen die Kurve kriege im wahrsten Sinne des Wortes und meinen Kreis noch so ein bisschen kreisiger mache. Da unten muss er noch mehr zu. Ja, also so habe ich mir das auf jeden Fall ungefähr vorgestellt vorhin. Weil jetzt habe ich sehr gut mein Ungleichgewicht ausgeglichen, mein optisches. Ja, zwischen dem Abstand da oben und dem Ding da unten. Sehr gut. Okay, hier noch ein bisschen mit dem Dry Brush arbeiten. Und dann glaube ich, taugt mir das auch schon. Das ist das Schöne an Gouache, dass es halt wirklich eine wunderschöne Ergänzung ist, auch einfach für so ein Loose Watercolor. Also ich finde die Kombination ganz toll. Da fühlt man sich ein bisschen wie so ein Innendekorateur, der ist einfach so ein bisschen hier und da noch so ein bisschen nachbessert. Drin hat so viele Schrauben heute eingedreht. Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. So, also ich würde sagen, für mich passt es soweit, auch von weiter weg betrachtet. Ich würde das jetzt mal so trocknen lassen und zum letzten Teil meines Mixed Media Projekts übergehen eigentlich. Pinsel auswaschen, mein Flachpinsel. Und dann fehlt eigentlich nur noch das Lettering zu guter Letzt. Wir sehen gar nicht so schlecht in der Zeit. Das ist ja unfassbar. Das ist ja richtig toll. Ihr habt mir noch gar keine wirklichen Fragen gestellt. Ich warte ja eigentlich noch auf eure ganzen Fragen. Ich weiß noch nicht so genau, doch eigentlich weiß ich schon, was ich mit all meiner Zeit mache. Ich habe auch schon eine Liste mittlerweile. Eine von vielen Listen, was ich alles in meinem Sabbatical machen will. Aber natürlich will und werde ich das Sabbatical nicht einfach nur so irgendwie nutzen und in den Tag hineinleben, was mit Kindern ja sowieso nicht geht. Wir haben ja den ganz normalen Alltag noch. Aber ich habe ja auch wirklich Ziele für mein Sabbatical. Und ich will ja auch gestärkt und neu inspiriert aus dem Sabbatical herausgehen dann nächstes Jahr. Und ja, deswegen habe ich da auch schon ein paar Listen. Also langweilig wird mir auf jeden Fall nicht. Sabbatical. So, bereite mal alles vor. Ja, liebe Katrin, falls es dir so wie mir und vielen anderen geht, dass du auch die Panik und Angst hast, bei so einem wunderschönen Kunstwerk jetzt mit dem Lettering alles zu versauen, was du in den 54 Minuten davor erschaffen hast, mach's doch einfach wie ich. Mach das Lettering auf ein externes Aquarellpapierstück oder du nimmst einfach hier die nächste Seite von deinem Blog.
Und klebe es dann auf mit Mattepelz. Das ist wirklich so die Magic. Ja, also die Farbe gefällt mir auf jeden Fall besser als die da, muss ich sagen. Es ist wirklich so die Magic, mit der man erstens natürlich einen dreidimensionalen Effekt schaffen kann. Das finde ich so geil in diesen Mattepads, weil das sieht einfach gleich so ein bisschen wertiger aus und nicht so platt. Und du kannst natürlich, wenn du es verkackt hast, einfach nochmal ein neues Ding nehmen und draufbippen. Also ich finde das großartig, die Erfindung von diesen Dingern. Beziehungsweise früher hat man es halt einfach mit Tesa drauf. Also den Tesa so Ziehharmonika-mäßig geklebt und dann hingebippt. Jeder ganz genauso. Also das ist der Tipp ever. Aber sieht halt auch einfach gut aus. So, ich habe jetzt hier so ein Teststück. Das nehme ich mal, weil das passt ganz gut. Und das könnt ihr auch, wenn das schon trocken ist, wirklich hier drauflegen. Und dann das Element, was ihr malen und ausschneiden und nutzen möchtet für euer Lettering, hier einfach schon direkt quasi drauf malen. Und ich habe mich ja dafür so eine kleine Schleife entschieden. Und die male ich jetzt hier einfach mal drauf. Mit dem Bleistift. Auch hier brauche ich jetzt nicht irgendwie übertrieben viel vorzeichnen. Ich nutze aber die ganze Breite von dem Ding, die ganze Höhe von dem Ding aus. Genau, und dann machen wir das hier rein. Hallo! Hier rein und dann hat sich das eigentlich auch schon. So ein bisschen doch ein Heiligenschein geworden, aber irgendwie finde ich es ganz cool. Ich freue mich ja, wenn es der Gouache-Fachfrau der Tina gefällt. Mit Tina habe ich mich davor auch schon ausgetauscht, weil Tina ist einfach die Gouache-Expertin und sowieso unsere Gouache-Ambassadorin zusammen mit der Barbara. Und deswegen teile ich eigentlich alle meine Gouache-Ergüsse mit ihr. Und wir haben beide gesagt, es ist irgendwie ein bisschen zu dunkel. Und deswegen bin ich jetzt auf diese Latte Macchiato Farbe gegangen und ich finde die auch tatsächlich geiler. Das ist tatsächlich einfach ein bisschen zu dunkel geworden. Und sie hat dasselbe Problem wie ich, dass es meistens zu dunkel wird. Aber ja, deswegen andersrum. So, wenn ihr das Ganze dann quasi schon mal so vorgezeichnet habt, dann kommt der Stift mit ins Spiel. Und hier benutze ich jetzt den Pigma Micron Fineliner, einfach weil er neu im Sortiment ist, aber weil er eben auch in der Farbe bei uns im Shop eingezogen ist, nämlich Sepia, die, ihr seht es hier schon ganz gut, perfekt zu meinem Loose Watercolor passt, nämlich perfekt die Farbe eigentlich von diesen Zwiebelchen da unten ist. Geht natürlich auch in Schwarz, der ganz normale Pigma Micron, aber ich finde ja die neuen Farben, die wir aufgenommen haben, die finde ich echt geil. Und das Braun ist wirklich, also es ist halt einfach ein bisschen wärmer und nicht so krass hart und kalt, wie wenn das mit Schwarz geschrieben ist. Also Sepia ist wirklich meine absolute Lieblingsfarbe von den Pigma Microns. Dank der Nadine. Die hat mich überhaupt erst dazu gebracht. Toto rast hier durch. Toto, magst du mir mal Hallo sagen? Hat er vorhin schon. Ja, ja, der ist schon gegen die Tür gerannt. Wo bist du denn? Toto, komm mal her. Komm mal her, die Leute wollen dich alle sehen. Otto. Und such dir. Toto. Toto. Hallo. Ja, hoch. Ja, guck mal. Oh, hallo, Schnecki. Das ist Toto. Hallo. Guck mal da. Und tschüss. Okay. So, jetzt zoome ich euch mal wieder ran. Das ist hier die ganze Familie heute. Guck mal, ich glaube, der Ben schläft immer noch nicht. Doch, mittlerweile ist das Licht aus. So. Also ich mache jetzt hier auch gar nicht, kompliziert. Ich benutze hier einfach nur einen Großbuchstaben, Druckbuchstaben, Lettering für frohe Ostern oder Happy Easter oder was auch immer ihr draufschreiben möchtet. Danke, hab dich lieb. Tschüss, Baba, auf Wiedersehen. Was auch immer. Ich mache das aber ganz wichtig nicht auf dem Block, weil ich da so ein bisschen abrutsche mit der Hand, sondern wirklich nur auf dem Tisch, damit ich hier ganz in Ruhe lettern kann. Ihr könnt euch natürlich auch noch Hilfslinien so ein bisschen mit einzeichnen, aber ich mache jetzt mal hier noch so eine Mittellinie mit rein und dann schreibe ich einfach direkt drauf los, weil ich da ja immer so ein bisschen der einfach Haut-drauf-Typ bin. So, mit dem Pigma Micron, wie gesagt, den einfach ganz entspannt halten. Großbuchstaben, Druckbuchstaben, frohe Ostern schreibe ich jetzt dadurch mal wieder da drauf. Genau. Und ich fange hier oben an und schreibe dann wirklich das Ganze einfach mal hier hin, wie ihr es gelernt habt,
in der Schrift. Frohe sind 5 Buchstaben, das heißt, ich weiß, dass ich ungefähr mit dem FRO in der Mitte landen muss. Könnt ihr natürlich auch machen, das ist immer so Trick 17, dann habt ihr schon mal die halbe Miete bei solchen Worten mit ungeraden, einer ungeraden Anzahl an Buchstaben. So. Und dann kann man sich das hier wirklich ganz leicht eigentlich hinkonstruieren, ohne allzu viel irgendwie vorzeichnen zu müssen. Aber wenn ihr da irgendwie Bauchschmerzen habt, dann malt euch noch mehr Hilfslinien. Wer hat gesagt, mich will keiner sehen? Wer hat es gesagt? So, okay. Zweite Reihe. So. Ostern hat 6 Buchstaben, deswegen versuche ich hier das alles so ein bisschen zwischenzusetzen, das Ganze. Aber genau, was ich sagen wollte, solltet ihr da Bauchschmerzen haben, das irgendwie so wie ich ganz on the go zu improvisieren. Ich bin natürlich auch geübt, deswegen habe ich auch überhaupt keine Lust mehr, jetzt irgendwie großartig viele Vorzeichnungen da reinzudüdeln. Dann macht euch da einfach Vorzeichnungen, macht euch das Leben leicht, dann müsst ihr da auch wirklich nicht verzweifeln oder in Panik irgendwie ausfallen. Hast du gesagt, mich will keiner sehen? Hab ich gar nicht gehört? Nee, genau. Ja. Ich bin halt so in meinem Element, ich bin in meinem Tunnel. Es nennt sich Ehe und die Frau blendet die Worte des Mannes. Ach, bla bla bla. Danke, Audience. Ach, hätte ich doch einfach nur mein Streamzimmer und meine Ruhe. Ja. Gibt es eigentlich einen Code? Ja, liebe Lieschai, es gibt einen Code, anders können wir es leider gar nicht abbilden. Wir können gar keinen automatischen Rabatt im Shop anbieten. Geht, glaube ich, nicht. Wir arbeiten immer mit Codes und die Codes erfahrt ihr spätestens morgen früh. Vielleicht schaffe ich es auch heute um 0 Uhr, den zu also der ist schon aktiviert, aber euch die Codes mitzuteilen mit einem Banner auf der Shop-Seite. Mal gucken. Und morgen dann natürlich über Insta auf dem Frau Hölle Studio und Frau Hölle Account kriegt ihr die Codes auch mit. Direkt morgen früh könnt ihr direkt beim ersten Kaffee gleich shoppen gehen. Nachdem das hier noch so ein bisschen nackig aussieht, ziehe ich jetzt einfach nochmal die einzelnen Linien nach. Ich gucke gerade nur, wie ich es bei dem anderen gemacht habe. Aber immer so ein bisschen mit einem Abstand und schließe die aber auch nach unten, damit das Ganze noch so ein bisschen mehr, ihr seht, Schmackes bekommt. Aber immer nur die nach unten gerichteten Linien, beziehungsweise hier in den Bögen auch so ein bisschen, damit einfach dieses sehr, sehr feine filigrane Schrift mit dem Fineliner, was ja auch gut ist, aber noch so ein bisschen mehr Volumen bekommt. Also immer mit so einem ganz, ganz kleinen Abstand bei allen Abwärtsstrichen arbeiten und ihr seht direkt, was das ausmacht. Es hat einfach ein bisschen mehr Schmackes, weil unser Bild ja doch jetzt auch sehr groß geworden ist und dann mit so einem super hauchdünnen Lettering zu arbeiten, ist schon, also kann man natürlich machen, aber gefällt mir persönlich jetzt nicht ganz so gut, deswegen. So, sehr schön. Hängt auch ein bisschen nach unten, es soll alles ein bisschen Scheps aus der Reihe, aber macht ja nichts. So, jetzt ziehen wir das ganze Banner noch nach, auch ganz einfach. So, und dann können wir es nämlich auch einfach direkt ausschneiden. Ich schaue jetzt mal, sich das auch hier optisch wieder so ein bisschen ausgleicht. Also jetzt male ich jetzt erst mal meinen Banner noch mit aus, dass ich quasi die Linie hier einfach auch so ein bisschen nach unten setze. Aber so ist wirklich immer mein Vorgehen, weil ich eben so wenig vorzeichne, dass ich einfach immer versuche, alles, was irgendwie dann so ein bisschen schief läuft oder aus der Reihe tanzt, weg zu improvisieren. Und das ist eigentlich auch ganz smart und macht auf jeden Fall auch Spaß und fordert auch immer die Gehirnzellen heraus. Wenn man sich dann eben mal so ein bisschen überlegen muss, ah, sitzt ein bisschen schief, hängt ein bisschen Scheps, was mache ich denn damit?
Schön in dem Pigma ist, der trocknet immer wahnsinnig schnell. Das heißt, ihr könnt wahnsinnig schnell danach auch direkt einfach alles schon mal wegradieren. Also die Fiber Microns sind einfach gnadenlos tolle Stifte. Es waren sie schon immer in Schwarz und jetzt eben auch bei uns in Farben. In 16, glaube ich, insgesamt. Gibt es natürlich schon länger, aber manchmal braucht es halt auch ein bisschen länger, bis ich dann irgendwie denke, ja, ist ganz geil. Braucht man im Shop. Letzte Amtshandlung. Ich schneide das ganze Banner aus, aber mit einem kleinen Abstand. Hier unten habe ich zum Beispiel noch so ein bisschen Abstand. Das heißt, den nutze ich jetzt einfach direkt weiter und schnippel mich hier dran entlang. Warum Abstand? Ja, finde ich persönlich einfach ganz schön. Als wenn das direkt an der Kante ist, ist natürlich auch Geschmackssache. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn das so einen weißen Kontrast gibt. So. Nudelsalat steht übrigens im Kühlschrank. Okay, gut. Gut. Dann nicht. Aber sieht lecker aus. Ja, war auch für mich sehr lecker. Meine Kinder wollten nämlich nicht essen. Keins von beiden. Habt ihr euren Job für den großen Amst? Nein, liebe Vanessa, nein. Wir haben nicht mehr getan als sonst auch. Es ist natürlich schon, das ist für uns in der Firmengeschichte auch schon jedes Jahr so wie ein kleines zweites Black Weekend, weil es auch dieselben Rabatte gibt. Und es ist aber schon jedes Jahr so und ja, mal gucken, was morgen oder heute Nacht passiert. Also die letzten Wochen und Aktionen hat der Server sehr gut durchgehalten und wir haben auch, ja, waren auch sehr glücklich. Wir haben auch ein bisschen was angepasst und das hat scheinbar, es war erfolgsversprechend, deswegen gucken wir mal, was heute Nacht passiert. We will see. So. Jetzt kommt das Schönste eigentlich an allem. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt verheiraten wir quasi alles miteinander. Tada! Und jetzt kann man einfach gucken, wo man das Ganze... Das Schöne ist ja auch, ihr könnt es ja irgendwo hinsetzen. Wenn ihr sagt, nee, irgendwie, ich dachte mir zwar, es wäre ganz cool da unten, aber irgendwie sieht es doof aus, dann nehmt es eben und setzt es da oben hin. Auch ganz schön, das einfach mal so überhaupt nicht symmetrisch oben in die Ecke zu setzen. Oder wenn ich noch mehr Platz gehabt hätte da oben, hätte ich es natürlich auch hier oben hinsetzen können, aber hätte ich es wahrscheinlich andersrum gebogen, also nach unten gebogen. Also, oder ihr setzt es hier unten an die Seite. Kann man natürlich auch machen, hier so ein bisschen. Aber ich bin ja eigentlich eher so ein Symmetriefuzzi. Deswegen setze ich es, glaube ich, einfach hier unten drauf. Und dann nehmt ihr entweder Tesafilm oder eben zwei von diesen super coolen kleinen, da sind sie. Von diesen super coolen kleinen Wattepads und klebt sie einfach da hinten drauf. Zack. Und zack. Popelt, das ist immer so das Schlimmste. Ja? Es geht aber tatsächlich ganz gut. Popelt dann wieder den Kleber, also den Sicherheitsdingster-Bumster ab. Wie nennt sich das denn eigentlich? Und dann kommt der magische Moment, wo ihr euch wirklich, muss ich mal gucken, dass ich hier das nicht schräg drauf macht, genau überlegen könnt, wo soll es hin und es dann einfach an Ort und Stelle festlegen können. Fertig. Boah, wir haben genau eine Stunde gebraucht. Bin ein bisschen stolz auf mich. Ich hätte gedacht, es hätte noch viel länger dauern können. Gab ja keine Generalprobe oder sowas. Schön! Ja, und dann seid ihr auch schon fertig. Die Gouache ist mittlerweile auch schon relativ gut getrocknet. Ihr seht auch, die ist richtig schön gleichmäßig getrocknet. Diese Striche sind, finde ich persönlich, einfach ganz wunderbar. Und es ist auf jeden Fall jetzt auch schön im Vergleich ein anderes Bild geworden als das hier. Das gefällt mir immer noch auch sehr gut, aber ich glaube, ich mag das lieber. Weil mir auch der Cappuccino-Ton einfach so sehr gut gefällt. Und dann natürlich am Ende noch alles ablösen. Ich weiß immer nie, wo die Lösekante ist. Hier bei dem Block, ich glaube, da oben in der Mitte. Nee. Das ist immer irgendeine Ecke. Da. Da ist die Ecke, wo ihr reingehen könnt. Hoffe ich doch. Genau, zwischen die Seiten. Mit dem Falzbalken. Und dann ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig und langsam euer Papier vom Block lösen könnt.
ziehen auch immer, also nicht reißen, nicht schieben, sondern ich empfehle das Ganze zu ziehen und ganz langsam um die Ecken auch. Und dann geht's, am Ende geht's meistens besser. So. Da-da. And there we go. Da ist unser Endergebnis des Abends. Ein schönes Mixed-Media-Gesamtkunstwerk aus Loose Watercolor Hyazinthen, einem Gouache-Heiligenschein in meinem Fall und einem kleinen Fineliner. Super easy peasy Lettering. Ich hoffe, ich habe euch damit mal wieder gezeigt, dass es wirklich sehr, sehr leicht ist, gerade mit der Loose Watercolor-Technik, mit einem Gouache, mit einer Gouache oder Gouache und eben weiß und schön hell gemischt und einem ganz einfachen Fineliner. Es braucht nicht mehr, um einfach so ein bisschen Spaß zu haben erstens und vor allen Dingen jemanden damit eine Freude zu machen, weil das Schöne ist, ihr könnt das ja zum Beispiel direkt jetzt hinten beschriften als Karte und dann an Ostern jemanden schenken und der oder die Beschenkte wird sich wahnsinnig darüber freuen, weil eben so ein kleines Kunstwerk immer Ausdruck enormer Wertschätzung ist dem anderen gegenüber, weil ihr es selbst gemacht habt und weil da eben eure Zeit und Energie und auch Liebe drin steckt. Deswegen wird der Charme einfach von sowas nie verloren gehen. Ich hoffe, das habe ich geschafft. Ich hoffe, ihr seid motiviert und nicht demotiviert und im besten Fall sogar inspiriert, noch ein bisschen mehr zu malen über das Wochenende über die Osterfeiertage. Ihr könnt ja auch Osterglocken malen, Schneeglöckchen, Krokusse, auch ganz toll. Schaut auch unbedingt auf YouTube nochmal meine Videos an. Letztes Jahr, wo die Blooming Spring Edition gelauncht wurde, habe ich ja auch eine Hyazinthe damit gemalt, eine Osterglocke und eine Mohnblume, glaube ich. Also da seht ihr auch nochmal Loose Watercolor Blümels mit der Blooming Spring Edition. Denkt an die Aktion mit dem super coolen Jumbo-Block, solange der Vorrat reicht. Denkt an den Frau Hölle-Geburtstag ab heute 0 Uhr bis Montag 23.59 Uhr. Ja. Bringt den Shop zum Absturz, dann freuen wir uns und shoppt auf jeden Fall, was das Zeug hält. Und habt vor allen Dingen ganz viel Spaß dabei. Mal gucken, ob ich noch irgendwelche Fragen verpasst habe. Werde ich nachholen. Sehr gut, genau, wird gespeichert. Könnt ihr in Ruhe noch die nächsten Tage nachholen. Wenn irgendwas zu klein ist oder zu groß, also gerade bei den Banner-Sommer-Sandy, die kannst du einfach nochmal das Ganze machen und dann eben das andere draufkleben, weil es ist ja nur draufgeklebt. Das ist eben auch so cool. Wenn irgendwas von der Größe her nicht gepasst hat, denkt daran, ihr könnt die Blätter auch immer beschneiden. Solltet ihr irgendwie jetzt keinen Bock haben, so einen Kreis zu malen, könnt ihr natürlich auch einfach das ganze Ding da oben abschneiden und dann weiß keiner, dass ihr eure Hyazinthe nicht mittig aufgemalt habt, weil es misst ja keiner nach, was das Blatt war. Also ich empfehle ja immer so ein bisschen eben mit dieser Improvisation zu leben. Das stärkt wirklich die Kreativität, finde ich, wenn man einfach so ein bisschen mit den Lovely Failures quasi lernt zu leben und zu arbeiten und zu improvisieren. Und es macht auch einfach Spaß. Macht wirklich Spaß. So, also ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wünsche euch schöne Ostern, bleibt gesund und wir sehen uns in 8 Tagen, Freitag am 22. April zum 6. Creativity Booster zum Thema Lettering. Lettering mit Karen Pigment Deco Brush und Uni Posca, denn es ist ja der Lettering-Monat und ich darf schon mal so viel verraten, deswegen auch ein kleines Sneak Peek dieser Silikonpinsel. Der Mai könnte vielleicht nochmal vor dem Sabbatical ein Gouache-Monat werden. Man weiß es nicht. So, ganz, ganz viel Spaß. Die Materialien, liebe Martina, die ich verwendet habe, die findest du direkt unter dem Video, unter dem YouTube-Video. Da sind die verlinkt und beschrieben. Habt ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit mit euren Liebsten und das schöne Wetter hoffentlich. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss!